Und ich denke, wir können starten, ne? Juri liest wieder, Natsuki ist im Schrank verschwunden. Okay. Wird Flexbert, okay. Hey Juri. Ich bemerke plötzlich, dass Juri nicht das Buch liest, was wir zusammen gelesen hatten. Anzeige ist raus. Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Ach nein, ich habe eigentlich nur auf dich gewartet, also... Ach, wenn das so ist, Mensch, dann lass uns doch anfangen. Eine Bitte. Hättest du etwas dagegen? Ja, ich habe was dagegen. Tee wird hier nicht gebraucht. Vielen Dank. Ja. Auch eine für mich, das hatte ich jetzt, hatte ich schon gedacht. Jetzt muss ich auch noch helfen am Tee kochen. Ach je. Ich sehe ihr zu. Ihre Bewegungen sind kein Vergleich dazu, wie sie spricht. Insbesondere ihre langen Beine sorgen dafür, dass Juri sehr elegant und zielstrebig wirkt. Ja, kriegst du. Wohin geht ihr zwei denn? Wir wollen nur Tee kochen gehen. Naja, du warst mal neugierig. Ach Mensch, jetzt kümmere dich doch um deine eigenen Angelegenheiten. So. Ja. Endlich sagt's mal wer hier. Los geht's. Tja, offensichtlich, ne? Weiß ich auch nicht, wie du sowas sagen konntest, Juri. Ja, war schon provokant, ne? Dass sie immer provozieren muss. Das hat sie halt gereizt, ne? Das stimmt nur nicht mit mir, sagte sich. Juri, du hast das Richtige gemacht. Kam unerwartet, aber Monika hat auch kein Recht, so über Leute zu urteilen. Wollen wir mal sagen. Ah, wie kann es sein, dass wenn ich etwas Böses tue, du nett zu mir bist? Ja, darum halt, ne? Ist halt einfach so. Nichts von dem, was du tust, ist so schlimm, wie es dir erscheint. Niemand ist perfekt. Wir alle haben Gefühle, die wir nicht mal unterdrücken können. Aber du steigerst dich immer so sehr in Dinge rein. Deine Gedanken verwandeln einen leichten Nieselregen in einen Orkan. Ah ja. Nein, nein. Solltest du mich für so etwas Schreckliches nicht hassen? Warum sollte ich dich hassen? Ich kann niemanden dafür hassen, dass ich Gefühle habe. Das ist ein Argument. Was für eine Art von Freund würde sowas tun? Freund, sagst du? Juri, heb den Kopf. Ich mag es wirklich sehr, mit dir befreundet zu sein. Aha. Danke, Juri. Bin auch gerne mit dir befreundet, Mann. Schon komisch, aber ich gebe alles, damit Juri sich besser fühlt, wie auch immer. Lass uns Thema. Los geht's. Zum Wasserspender. Und zurück zum Klassenzimmer. Magst du Oolong-Tee? Ja, stehe ich drauf. Ich mag jeden Tee. Das kann auch nur wer sagen, der keinen Tee trinkt. Ja. 90 Grad. Tee kann holen. Du hättest genau in die Zubereitung. Ja, was soll sie denn sonst machen? Ja, auch dann. Juri nimmt die Teekanne und misst Teeblätter ab. Und summt vor sich hin. Du musst ja echt gute Laune haben, Juri. Echt jetzt? Ich habe es gezeigt und du hast es bemerkt. Ich habe etwas nachgedacht und habe beschlossen, dass ich versuchen werde, mich etwas mehr zu öffnen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer für mich. Ich muss nur vor mich hinsummen. Wenn du in der Nähe bist. Aha. Ja. Großartige Sache, Juri. Großartige Sache. Wunderbar. Kein Druck. Ah, ja, du bist so liebenswert von mir. Das ist. Das meint sie ernst. Was heißt denn mit Schritt halten? Tom, ich habe hier noch eine Bitte. Würde es dir etwas ausmachen, wenn du heute auf dem Boden sitzt? Ja.
Warum? Das ist etwas angenehmer für meinen Rücken. Warum? Was, wieso ist das angenehm für den Rücken? Achso, so kann ich mich beim Lesen an der Wand abstützen, muss nicht mit einem krummen Rücken an meinem Tisch sitzen. Sollte Monika vielleicht auch mal ausprobieren, die steht immer so krumm. Entschuldige, das war mir gar nicht bewusst. Ja, sie hat regelmäßig Rückenschmerzen. Schade, schade, meine Banane. Ich frag mich, was der Grund für die Schmerzen ist. Ja, was ist der Grund? Mensch. Es ist wahrscheinlich wegen meiner... meiner... Deine Haltung. Oh Mann. Richtiger Einstein. Du bist beim nächsten Mal nach vorne gebeugt. Liegt ganz klar an deiner Haltung. Ja. Ich habe eine schreckliche Haltung. Darum sollten wir also auf dem Boden sitzen. Gern. Also der Tom in Doki Doki ist halt der Frauenversteher schlechthin. So, Buch aus der Tasche. Schokolade habe ich auch dabei. Warum auch immer ich Schokolade habe. Zum Tee. So, beinahe synchron, dieselbe Lesehaltung. Wir sind schon gut synchronisiert. Dieses Mal befindet sich unser Körper noch näher beieinander. Ja, klar. Juri kann nicht so gut sehen. Rutscht noch näher ran. Da kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Ist halt eine Nummer zu groß für mich einfach. Ja. Wie soll ich das jetzt verstehen? Eine Position, die eine noch größere Herausforderung für meine Konzentration darstellt. Jetzt muss ich darauf achten, dass ich nicht versehentlich ihre Brust berühre. Ja, Probleme. Solche Probleme muss man haben. Juri hat von all dem überhaupt nichts mitbekommen, ja. Warum auch? Angespannter Gesichtsausdruck sieht man hier. Hat immer den Mund offen, wenn sie angespannt ist. Und die Welt um sich herum, die nimmt sie halt nicht mehr wahr. So, es bedarf meiner ganzen Willensstärke, um mich auf das Lesen zu konzentrieren. Und ich schaffe es sogar, mich zu entspannen. Schiebe die Teetasse zwischen meine Beine und hantiere ungeschickt mit der Schokoladenverpackung um. Ah, Sumimasen. Lass kurz das Buch los und öffne den Schokoladenbeutel. Greif zu, Juri. Hau rein. Wie, die möchte nix. Ach komm, du verschmähst die Seiten nicht. Ja. Gut, halt du das Buch. Mhm. Jo, schmeckt gut. Dann nehme ich mir noch eins und noch eins. Halt das Juri vor die Nase. Warum? Sie hat doch gerade gesagt, sie sehe nichts. Sie blickt nicht einmal vom Buch auf. Sie öffnet einfach leicht ihren Mund, als wäre dies das Normalste der Welt. Was aber bedeutet, dass ich jetzt nicht aufhören kann. Doch, kannst du. Ich lege vorsichtig die Schokolade in ihren Mund. Wo ist das bitte in den Mund? Könnte mir das sagen, wo ist das bitte im Mund? Und sie schließt ihren Mund wieder. Einfach so. Das ist ja ein Ding, dass sie ihren Mund einfach so schließen kann. Juris Gesichtsausdruck verändert sich plötzlich. Habe ich da gerade. Juri sieht mich an, als warte sie auf eine Bestätigung für das, was da gerade passiert ist. Tom, entschuldige. Das hätte ich wohl nicht tun sollen. Ah, das ist nun. Du wolltest mir ja nur helfen. Sowas machen, Freunde normal, oder? Ich meine, nicht diesen Zusammenhang, aber ja, ja. Mehr war das ja nicht. Ja, du musst doch nicht aufhören damit, ne? Ich verstehe. Ja, die Luft wird dick. Alle versuchen wieder, sich auf das Buch zu konzentrieren, aber das schafft niemand mehr. Das ist meine Ärzte ist. Ich nehme wieder Schokolade.
Wie kam es überhaupt dazu? Ja, du hast ihr die Schokolade von den Mund gehalten, du Depp. Juri wendet ihren Blick nicht ab. Ich bemerke, dass ich ihr Brust im Rhythmus ihres Atems hebe. Genau. Ich hebe meinen Arm. Ah. Wie beim ersten Mal öffnet Juri leicht den Mund, aber jetzt ist es anders. Ich nehme die Schokolade und lege sie ihr in den Mund. Ich fühle ihren heißen Atem auf meinen Fingern. Ja, danke für den Jumpscare-Spiel. Okay, Leute. Monika. Huwa! Juri zog zurück. Es wird Zeit, unsere Gedichte miteinander zu teilen. Tom, du kannst Juri doch dabei helfen, die Tiersachen wegzuräumen, oder? Ja, danke, Monika, dass du uns in unserer Zweisamkeit unterbrochen hast. Der Zauber ist verflogen. Tja. Ich werde mich um die Tassen kümmern. Ich nehme den Beutel mit der Schokolade, wir räumen schnell alles auf, ohne dabei auch nur ein Wort zu verlieren. Keiner von uns hat den Mut, darüber zu reden. Erstmal zu Sayori wieder. Ihr gefällt's? Ich beschreibe meine Gefühle darin. Tja, besser vergessen, keine Ahnung. Ich, sie mag's beide. Tja, du hilfst nicht, Sayori. Lass dein Herz entscheiden, jawohl. Sehe ich auch so. Ausdrücken von Gefühlen, immer wichtig. Ich will nicht was für dich schreiben. Ab und zu musst du auch mal an dich denken. Ja, das ist tatsächlich wichtig, aber dann muss man auch mal an sich denken. So. Nun. Ich verstehe zwar nicht, was du damit meinst, aber ich werde versuchen, das mir zu Herzen zu nehmen. Sehr gut. Sehen wir mal. Sie mag fröhliche Gedichte, aber warte mal. Manchmal mag sie auch traurige Gedichte. Und manchmal will sie was von beiden. Und dafür gibt es auch ein Wort, oder? Das Wort liegt mir auf der Zunge. Bittersüß. Jo. Ich mag Dinge, die fröhlich sind und Dinge, die traurig sind. Fröhlich und traurig. Meistens mag ich eher fröhliche Dinge. Aber uns hat man keine Regenwolke im Kopf. Ja, okay. Sehr poetisch, der Regenbogen. Danke, Tom. Dann sollte ich das wohl. Ja, schreib auf, schreib auf. Schreib mit, schreib das mit. So, Flaschen von Sayori. Ich schraube meinen Schädel auf, wie den Deckel einer Keksdose. Es ist mein geheimer Ort, wo ich all meine Träume aufbewahre. Kleine Sonnenscheinbälle, eng zusammengekuschelt wie kleine Kätzchen. Ich greife hinein und hole mit Daumen und Zeigefinger einen heraus. Er ist warm und prickelnd. Jetzt aber keine Zeit verschwenden. Ich stecke ihn in eine Flasche, damit er sicher ist. Und ich stelle die Flasche auf das Regal mit all den anderen Flaschen. Glückliche Gedanken, glückliche Gedanken, glückliche Gedanken in Flaschen, alle schön in einer Reihe. Meine Sammlung verschafft mir viele Freunde, die lachen. Jede Flasche ein Sternenlicht, um etwas gut zu machen. Und fühlen sich meine Freunde auf eine gewisse Art, dann greife ich zur Flasche und rette den Tag. Nacht für Nacht mehr Träume, Freund um Freund mehr Flaschen. Tiefer und tiefer reichen meine Finger, wie bei der Erkundung einer dunklen Höhle, um die Geheimnisse zu entdecken, die sich in allen Ecken und Enden verbergen. Graben und graben, kratzen und kratzen, ich blase den Staub von den Flaschen fort. Stand die Zeit etwas still an diesem Ort? Ein leeres Regal wäre keine Zier. Meine Freunde schauen durch die verschlossene Tür. Endlich fertig. Ich öffne und meine Freunde treten ein. Sie kommen hereinspaziert in großer Eile. Begehren sie meine Flaschen so sehr? Verzweifelt hole ich sie vom Regal, eine nach der anderen. Für jeden einzelnen Freund halte ich sie hin. Jede einzelne Flasche. Aber immer, wenn ich eine loslasse, zerspringt sie am Boden zwischen meinen Füßen. Glückliche Gedanken, glückliche Gedanken, glückliche Gedanken in Scherben, über den ganzen Boden verteilt. Die waren doch für meine Freunde, die nicht lächeln, sie fliehen, schreien, irgendetwas. Aber alles, was ich höre, ist Echo, Echo, Echo in meinem Kopf. Heilige Scheiße. Sayori, hast du das wirklich geschrieben? Ja, natürlich. Habe ich dir gestern nicht gesagt, dass ich das beste Gedicht aller Zeiten schreiben werde? Ja, aber sowas hätte ich jetzt nicht erwartet, Mann. Monika hat mir viel beigebracht, Monika Sensei. In dieser Zeit habe ich meine Gefühle viel besser verstanden. Ja, sehe ich. Schon gruselig.
gruselig? Ja, nicht wirklich, aber vielleicht, weil ich sonst mal so fröhlich bin, ist auch wurscht. Ich denke zu viel drüber nach. Das Ergebnis ist prima, sei stolz drauf. Ja, es war dir bestimmt nicht so auszudrücken. Das ist die Magie. Bald, bald. Weiter so. Gute Arbeit. Jetzt mach mal langsam. Bestimmt ist das einer dieser Fälle. Schön reingesteigert. So, als nächstes gehen wir mal wieder zu Natsuki. Mein letztes Gedicht gefiel mir besser. Ernsthaft? Ja, bin da mit einem Risiko eingegangen. Aber wie gesagt, das Gedicht ist misslungen. Ja, Entschuldigung, ich benutze halt gerne komplizierte Wörter. Ja, du schaust jeden Mist. Entschuldigung. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, genau. Ich betone ja immer wieder Demokratie. Aber meine Meinung ist die beste, ja. Natürlich. Ich denke, dass so sieht jeder das. Zeig mal her dein Gedicht. Amy mag Spinnen. Wisst ihr, was ich über Amy gehört habe? Amy mag Spinnen. Eklige, haarige, krabbelnde, hässliche Spinnen. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Amy hat eine schöne Singstimme. Ich hörte, wie sie mein liebstes Liebeslied sang. Als sie den Refrain erreichte, klopfte mein Herz im Rhythmus der Worte. Aber sie mag Spinnen. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Ich hatte mich mal böse am Bein verletzt. Amy half mir auf und brachte mich zur Krankenschwester. Ich versuchte nicht von ihr berührt zu werden. Sie mag Spinnen, also sind ihre Hände wahrscheinlich eklig. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Amy hat eine Menge Freunde. Ich sehe immer, wie sie mit anderen Leuten redet. Wahrscheinlich redet sie über Spinnen. Was ist, wenn ihre Freunde auch anfangen, Spinnen zu mögen? Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Es ist egal, ob sie andere Hobbys hat. Es ist egal, ob sie es für sich behält. Es ist egal, ob es niemandem schadet. Es ist eklig, sie ist eklig. Die Welt ist ohne Spinnen die Papa besser dran. Und ich werde es jedem sagen. Nicht schlecht, was? Ja, das war so tiefsinnig, wirklich krass. Ja, sie muss sich erstmal aufwärmen. Ja, das war super. Also, die Botschaft war schon ziemlich eindeutig. Ich muss es ihr wohl kaum erklären. Manchmal kann man komplizierte Themen mit viel einfacheren Analogien erklären. Und es hilft Leuten zu erkennen, wie dumm sie sich verhalten. Jeder würde zustimmen, dass es sich in diesem Gedicht um einen dummen Trottel handelt. Kennst du so jemanden? Natürlich, so denkt jeder über meine. Das spielt keine Rolle, ja. Das kann von allen handeln. Ich habe es geschrieben, damit man sich leichter mit identifizieren kann. Und jeder hat ein seltsames Hobby oder eine heimliche Last oder ein heimliches Laster. Etwas, von dem man Angst hat, dass andere davon erfahren, sich lächerlich darüber machen oder schlecht von einem denken. Deswegen sind Leute dumm. Solange man niemanden verletzt und es einen glücklich macht, findet interessiert es an, was einem gefällt. Ich finde wirklich, dass die Leute lernen müssen, andere dafür zu respektieren, wenn sie seltsame Dinge mögen. Ja, hast recht. Und andere Leute können das auch. Botschaft hast du vermittelt. Gefühle wurden vermittelt. Und das zum Nachdenken wurde angeregt. Ja, das will ich meinen, dass du für morgen auch ein gutes Gedicht schreibst. Juri, als nächstes. Juri ist überrascht von unserem Gedicht. Und sie mag's. Ich bin ein Profi, deswegen habe ich mir das so schnell angeeignet. Das hast du mir so super erklärt, Juri. Ich habe das direkt alles umgesetzt. So viele Metaphern eingebaut. Ja, das ganze Gedicht ist eine Metapher. Durchatmen, Juri. Ach schön, wir haben Juri glücklich gemacht. Dann haben wir doch das Spielziel erreicht. Kappa.
Ach, Juri, hä? Dich hat doch niemand ausgelacht. Quatsch. So, zeig mal her, Juri, dein Gedicht. Mit der tollen Handschrift. Der Waschbär. Es geschah mitten in der Nacht, als ich Brot für einen späten Snack schnitt. Da bemerkte ich, wie von meinem Fenster ein Waschbär huschte. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich meine merkwürdige Neigung als ungewöhnlicher Mensch bemerkte. Ich gab dem Waschbär ein Stück Brot. Mein Unterbewusstsein war sich sehr wohl der Konsequenzen bewusst, dass ein Waschbär, den man füttert, immer wieder zurückkommen wird. Die verführerische Schönheit meines Schneidemessers war das Symptom. Das Brot, meine hungrige Neigung, der Waschbär eindrang. Der Mond erhöht seine Phase und reflektiert so viel mehr Licht von meinem Messer. Dasselbe Licht, das in den Augen meines Waschbärfreundes funkelt. Ich schneide das Brot frisch und weich. Der Waschbär ist aufgeregt. Oder vielleicht projiziere ich nun meine Gefühle auf das gerade erst gesättigte Tier. Der Waschbär hat damit begonnen, mir zu folgen. Man könnte sagen, dass wir uns recht gut aneinander gewöhnt haben. Der Waschbär wird immer häufiger, immer hungriger, weshalb ich mein Brot stets zur Hand habe. Wann immer ich zu meinem Messer greife, zeigt mir der Waschbär seine Erregtheit. Klassische pavlovsche Konditionierung. Ich schneide das Brot und sättige mich erneut selbst. Im Gegensatz zu gestern habe ich dieses Mal ein größeres Experiment gewagt. Ja, sehe ich. Viele Metaphern. Und ich habe keine Ahnung, worum es in dem Gedicht geht. Ah, das stimmt. Das Gedicht ist eine Leinwand, auf der eine blühende Vorstellungskraft zum Ausdruck gebracht, so Gefühle mitgeteilt werden. Ja. Ich wollte damit ausdrücken, was ich beim Nachgehen meiner ungewöhnlichen Hobbys empfinde. Solche Dinge muss ich für gewöhnlich für mich behalten. Daher schreibe ich manchmal gerne darüber. Witzig. Jana Tuki hat auch über sowas geschrieben, hast du recht. Haben die beiden ja doch noch was gemeinsam. Ja, du hast dich falsch beurteilt. Aber meine Lippen bleiben geschlossen, ich verrate nichts. Ja, ich bin so ein guter Zuhörer. Schreiben, zuhören, es gibt nicht viele Menschen, die dich tommen. Das ist etwas übertrieben, sehe ich auch so. Nun, so empfinde ich aber nun mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich wohl dabei fühlen würde, meine Gedichte mit anderen zu teilen. Aber jetzt freue ich mich schon fast darauf. Schön. Juri, ganz ehrlich, ist einfach eine Ehrensache für mich. So, jetzt zeigen wir noch der guten Monika unser Gedicht. Willkommen zurück, Tom. Wie läuft es denn so mit dem Schreiben? Super duper. Solange es nicht schlecht läuft, bin froh, dass du von Alter zeigst. Vielleicht produzierst du schon bei deinem Meister. Ja, da gehe ich von aus. Habe ich doch schon, oder nicht? Zwei Stück. Ja, hier. Guck mal. Danke, Monika. Danke. Ich finde meinen eigenen Stil auf Juri angepasst. Nein, nein, nein. Hab mich nicht von Juri inspirieren lassen. Quatsch. Ja, am romantischsten. Ja, Monika führt gerne persönliche Gespräche. Ja, Offenheit kann nie schaden, aber jeder wie er will und wie er kann. Ah, wenn du sie so verteidigst, musst du ja ganz schön auf sie stehen. Ja, total. Monika, du hast mich so erwischt. Und sie hat ja auch schon einen Freund. Ein Victim, haha. Ja, zeig her. Gib das Gedicht her.
Speichere mich, von Monika. Speichere mich. Die Farben, sie hören nicht auf. Helle, schöne Farben. Blitzend, wachsend, stechend. Rot, grün, blau. Ein endloser Missklang sinnlosen Lärms. Der Lärm, er hört nicht auf. Brutale, bohrende Schallwellen. Quietschend, kreischend, stechend. Sinus, Cosinus, Tangente. Wie eine Kreidetafel auf einem Plattenspieler. Wie eine Vinylplatte auf einer Pizzakruste. Ein endloses Gedicht der Sinnlosigkeit. Lade mich. Es ist noch abstrakter als mein letztes, was? So schreibe ich nun mal. Tut mir leid, wenn dir das nicht gefällt. Habe ich nicht gesagt. Mensch, habe ich nicht gesagt. Magie. Die Anordnung der Worte auf dem Blatt. Die kurzen Zeilen verleihen das Gefühl, als wollten sie über den Lärm hinweg Gehör verschaffen. Verstehe. Worum geht's jetzt eigentlich? Es geht nicht darum, wovon ein Gedicht handelt. Nicht in jedem Gedicht geht es um etwas. Okay. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Manchmal siehst du dich mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert. In so einem Fall solltest du nicht vergessen, dein Spiel zu speichern. Danke. Du weißt nie, wann du deine Meinung änderst. Oder wenn etwas Unerwartetes passieren könnte. Moment, bezieht sich dieser Tipp überhaupt auf das Schreiben? Nein, Monika, dieser Tipp bezieht sich nicht auf das Schreiben. Wovon rede ich überhaupt? Das ist mein heutiger Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, also wir müssen immer schön speichern. Wir haben alle die Gedichte der anderen gelesen. Was hat sie denn jetzt geplant? Ach, das Festival, okay. Wir werden uns nur blamieren und ganz sicher keine neuen Mitglieder für uns gewinnen. Und dann auch noch auf den letzten Drücker. Dekorationen auch noch. Poster und Heftchen. Und dann müssen wir auch noch was vorbereiten. Und was vortragen, oh nein. Wir werden Gedichte vortragen. Und alle, die Lust haben, können ebenfalls Gedichte vortragen. Also Freunde, wenn ihr eure Gedichte vortragen wollt, dann ne, sagt Bescheid. Ja, ich gebe das weiter an Monika und dann könnt ihr die alle da vortragen, die Gedichte. So. Ja doch, Monika hat schon den Poster aufgehängt, also. Keine schlechte Idee. Aber Natsuki hat halt nicht zugestimmt, ne? Dann ist es auch nicht. Ja, ist nicht fest, ne? Und Yuri will das auch nicht machen. Ja, komm, so viel ist es jetzt auch nicht verlangt. Tja. Aber ich denke immer noch, dass wir unser Bestes versuchen sollten. Jeder muss, wir müssen teilnehmen und unser Bestes geben. Und andere inspirieren, es uns nachzutun. Ja, wir werden die Leute einfach von der Literatur so überzeugen, ja, wir werden die mitreißen. Es geht um Gefühle. Ja, eine innige Beziehung mit sich selbst, neue Horizonte und Spaß. Deswegen sind wir alle hier. Deswegen sind wir hier alle im Stream. So. Lasst euch inspirieren. Ihr wollt euch doch alle inspirieren. Wir alle wollen das. Kann doch nicht so schwer sein. Ich stimme dem voll zu. I agree. Ist nicht zu viel verlangt. Ja, wir müssen jetzt auch einfach mal ein bisschen was investieren hier. Sonst wird es nichts, Leute. Ja. Man muss sich selber überwinden. Auch mal ins kalte Wasser springen. Das kalte Wasser wird auch nicht wärmer, indem man wartet. So. Yuri, du hast keine Wahl. Dieser Club wird mich noch ins Grab bringen. Ach ja. Du meine Güte. Es wird schon alles gut gehen, Yuri.
Wir werden üben, sie vor Publikum vorzutragen. Eben. Wenn sie es nicht mal hier vortragen kann, wie will sie es dann vor allen anderen machen? Fangen wir an. Der Titel des Gedichts lautet Ihre Art zu fliegen. Monika beginnt mit dem Rezitieren ihres Gedichts. Ihre helle, selbstbewusste Stimme füllt den Raum. Doch das ist noch nicht alles. Ihre Aussprache ist makellos. Sie versteht es perfekt, in jede vorgetragene Zeile die passende Emotion zu legen und durch ihre Worte zum Leben erwachen. Hat sie das etwa schon früher einmal getan? Oder ist sie einfach ein Naturtalent? Alle Augen ruhen auf Monika. Und sie ist fertig. Und wir applaudieren. Und Monika atmet und lächelt. Ja, gute Arbeit. Juri ist mit Feuer und Flamme bei der Sache. Das Gedicht heißt, Juri schaut nervös ein nach den anderen. Du schaffst das, Juri! Es heißt, ein Nachbild eines blutroten Auges. Juri beginnt mit zitternder Stimme das Gedicht vorzulesen. Kurze Frau hat sich praktisch geweigert, genau das zu tun. Ja, auf einmal werden ihre bebenden Worte in scharfe Silben und furchtlos und selbstbewusst. Ein seltener Einblick in das wild lodernde Feuer, das Juri in ihrem Kopf verschlossen hält. Und fertig. Und alle sind sprachlos. Und sie ist von sich selbst verblüfft. Und wir applaudieren. Und Juri ist stolz. Monika sieht das auch so. So, Sayori, jawohl, als nächstes. Meine Wiese. Ah, ich hab gekichert. Sayori. Viel schwerer als gedacht. Habt ihr das mal einfach geschafft? Ah. Sie ist nicht so, als ob du es für andere Leute vortrittst. Stell dir lieber vor, dass du es für dich selber rezitierst, wie vor einem Spiegel oder nur in deinen Gedanken. Ja, verstehe. Nun gut. Ihre sanfte Stimme passt irgendwie perfekt zu ihren Worten. Das Gedicht besitzt nicht dieselbe ungestüme Heiterkeit, die Sayori hat. Es ist gelassen und bittersüß. Durch Sayoris Stimme erhält es fast eine ganz neue Bedeutung. Sie ist fertig und wir applaudieren. Ja, ich hoffe, ihr applaudiert auch alle fleißig vor dem Stream. Ah, sogar Tony fiel es. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Naja, ich bin halt sehr kritisch. Ja, war gut. Top. Ja, nächstes Mal bitte eine größere Herausforderung. Natsuki. Ja, dazu gesagt, wir sind an der Reihe, um die Ansprüche runterzuschrauben. Ich stelle mich auf das Podium, trage mein Gedicht vor und erhalte Applaus am Ende. So, und Natsuki, die hat eigentlich keinen Bock. Versteht nicht, warum wir sie alle ansehen und trägt Sprung vor. Schöner Rhythmus, schöner Stil. Die Worte springen auf und ab. Natsuki ist fertig und alle applaudieren. Also lass komm jetzt zu dem Platz zurück. War gar nicht schlimm, oder? Für die Leute kann ich mich so geben, wie ich will. Aber wenn es nur meine Freunde sind, ist es einfach peinlich. Ist was dran, oder? Ja, Monika, gerne. Immer wieder gerne. Machen wir. Ich suche mir ein anderes Gedicht aus.
Ja, mach den Rücken nicht willkommen. Kein Problem. Das wäre dann alles für heute. Lasst uns versuchen, morgen wieder Gedichte zu schreiben. Auch wenn das Festival bald vor der Tür steht. Entschuldigung. Morgen schließen wir die Planung ab und dann können wir uns am Wochenende darauf vorbereiten. Montag ist der große Tag. Gut. Die ganze Aktion ist für den Club gedacht und um Monika zu beeindrucken. Also werde ich mein Bestes geben müssen. Okay, Sayori. Nach Hause. Mensch, Lolli, mach nicht so eine große Sache draus. Ja, los, raus hier. Ich gehe erneut mit Sayori nach Hause. Hat sich schon viel verändert die letzten Tage, ne? Sayori. Sag was. Sag was, Mensch. Hä? Was für eine Frage ist das denn bitte, meine Coin? Ja, komm, ich würde natürlich immer noch mit Sayori nach Hause gehen. Ja, wir gehen ja immer zusammen nach Hause. Ist ja so eine Tradition schon. Außerdem sind wir Nachbarn. Es würde gar keinen Sinn machen, wenn ich mit Juri nach Hause gehen würde. Ach Quatsch. Juri wohnt doch überhaupt nicht hier. Macht gar keinen Sinn, was du redest. Ja, siehst du. Einreden. So, es ist wieder soweit. Wir müssen unser Gedicht schreiben. Aber ich würde sagen, wir speichern erstmal. Hier. Auf, gut, auf dem leeren Speicherplatz dann halt. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Direkt an dieser Stelle. Ist schon wieder 2.15 Uhr. Vielleicht mache ich heute später weiter. Also ist ja schon Montag. Also vielleicht heute Abend wieder. Vielleicht später. Mal schauen. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Ich denke, es ist ganz, bisher ganz, noch ganz witzig. Aber das Spiel wird natürlich noch düsterer. So viel kann ich verraten. Doki Doki ist ja eher ein Horrorspiel. An der Stelle sind wir zwar noch nicht, aber das wird noch. Also, naja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin erstmal raus. Gute Nacht. Haut rein.